Das stimmt, ich habe selber nicht auf der PS4 gespielt, muss ich dazu sagen. Aber ich habe gehört von Leuten, die es auf der PlayStation 4 spielen, dass das schon mit dem Day One Patch sehr viel besser wurde eigentlich und sehr gut spielbar. Aber das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Alarmstufe Rot. Ziel Lieutenant Mower. Bedrohungsstufe kritisch. Ziel zeigt Symptome einer Cyberpsychose. Ergebnis der telefonischen Rücksprache mit dem Arzt negativ. Behandlung unmöglich. Das Ziel befindet sich an den angegebenen Koordinaten, wo es auf die Ankunft von Sanitätern wartet. Plötzlicher Angriff nicht auszuschließen. Warnung: Das Ziel ist mit militärischen Kampfimplantaten ausgestattet. Höchste Vorsicht ist geboten. Sobald die Bedrohung neutralisiert wurde, schicken Sie den Bericht über die verschlüsselten Kanäle. Was ist das? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor Lieutenant Mower. Ich weide dich aus. Vor allem soll ich die... Ich habe auch gar nicht... Ich komme später wieder. Ich habe überhaupt nicht die Waffen, um gegen die zu kämpfen. Ich habe keine nicht tödlichen Waffen. Wenn, könnte ich sie umbringen, aber das sollen wir eben extra nicht machen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal, glaube ich. Rufen wir unser Auto und fahren mal woanders hin, ganz gemütlich. Ah, da ist er. Die Autos in dem Spiel, es ist so super, weil das Auto funktioniert genau wie Plötze. Ich glaube, die haben da genau dieselbe Mechanik benutzt. Weil das ist halt total bekloppt. Im Grunde. Das fährt halt manchmal auf Hausdächer wirklich. Genau wie Plötze in Witcher 3 am Anfang zumindest. Das erscheint manchmal auf Hausdächern und fährt durch Wände durch und lauter so Sachen. Es ist genial. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau. Ich wollte in unser Journal schauen und die Hauptquest mal aktivieren. Hä? Ich dachte, ich habe die Hauptquest aktiviert. So. Ah ja, genau. Stimmt. Ich muss ja nochmal bestätigen. Wollen wir noch ein paar Abstecher machen vor der Hauptmission? Zumindest die paar... Na, es sind schon noch ein paar Ziele, oder? Aber man könnte es schon machen. Neutralisiere die Bedrohung und sichere das Beweismaterial. Okay. Parken wir hier mal mitten auf der Straße. Warum nicht? Sind wir auch schon voll mittendrin anscheinend in der Party. Ja, wir können halt nicht viel machen. Wir sind einfach kein Hacker, ne? Ich muss offensiver spielen. Aber anpingen können wir mal. Dann sehen wir mal, wo hier die Action ist. Hier ist ein bisschen, hier ist ganz schön Action. Wir könnten natürlich auch mal schleichen versuchen. Das wäre natürlich auch möglich. Aber wisst ihr was? Nö. Hey, danke fürs Followen.
Danke fürs Follow und Skin Tags. War's das schon? Ich glaub schon. Na dann. Im Partnerlook waren sie da oben am Snipen, die zwei. Schön. Purple Dragon Shirt. Ich meine, cool ist es, aber leider nicht sehr gut. Aber wir könnten mal gucken. Ich habe mittlerweile wieder so viel gelootet. Ich, in dem Spiel ist es wirklich für mich so, ich finde das total cool, weil ich loot quasi einfach immer alles weg, was da so rumsteht. Und achte im Grunde gar nicht drauf, was ich aufhebe zu 90%. Und dann, wenn mein Inventar voll ist, dann beginnt die Schatzsuche. Dann wird geguckt, was habe ich denn eigentlich alles aufgehoben? Und dann denke ich so, oh, die Waffe ist ja besser. Und oh, eine neue Mütze. Das ist irgendwie total cool. Aber das mache ich in so Rollenspielen eigentlich sowieso gerne. Einfach plündern, was geht, und erst wenn es im Inventar übergeht, dann wird aussortiert. Ich finde nur gerade unser Missionsziel nicht. Ach so, hier am Computer wahrscheinlich, oder? Vielleicht. Ich brauche ihre Hilfe. Loves. Das ist schon wieder so eine Scam-Mail, die ich gerade nicht wirklich lesen kann, weil es ganz schön spiegelt. Belohnung, das ist das, das wir suchen. Eddie hat eine gute Stelle Kohle hinterlassen. Anhang. Okay, passt schon. Feindlich? Stand da gerade kurz, aber dann ist es verschwunden. Naja, wird schon passen. Dieses Lied, wo kommt denn das her? Das Lied hört man manchmal in der Welt hier. Das macht mich fertig. Warum ist das Lied so? Ich finde das total crazy. Und irgendwie auch ziemlich cool. Neutralisiere die Täter und sichere Beweismaterial. Wer weiß, was hier auf dich wartet. Na, wir finden's raus. Hier läuft das auch. Ich glaube, das sind irgendwelche Verkaufsautomaten oder so, die dieses Lied abspielen. Okay, schauen wir mal, ob wir eine neue Waffe haben. Irgendwie ein Scharfschützengewehr oder so als Zweitwaffe wäre schon verdammt gut. Aber ich glaube, wir haben keine, ne? Wir haben einen Haufen Flinten und Gewehre. Aber nix. Eine Powerschrotflinte. Aber ich glaube, wir haben eine bessere. Genau, wir haben eine etwas bessere Tech-Schrotflinte. Das ist auch nicht schlecht. Und vielleicht ersetze ich die Knarre hier durch das Maschinengewehr, hat mehr. Ja, da können wir ein bisschen Aufsätze drauf basteln, fällt mir gerade auf. Ich weiß immer. Aha, Zeit fürs Ziel, danke. Ich spiele das nämlich normalerweise auf Englisch und da steht immer minus 0,02% ADS. Time oder irgendwie sowas ähnliches. Und ich habe immer keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll. Zeit fürs Zielen, danke. Damit kann ich was anfangen. Das ist gut. Ich weiß zwar nicht, ob 0,02% irgendwie einen merkbaren Einfluss auf irgendwas haben, aber gut. Schadensmultiplikator von 2,5, wenn du aus der Tarnung heraus angreifst, was ich eigentlich nicht mache. Schalldämpfer erhöht die kritische Trefferchance um 5%, verringert den Grundschaden. Nein! Das will ich nicht. Nicht meinen Grundschaden verringern. Da muss ich weinen. Mein schöner Grundschaden. Ah, ein Baseballschläger, der besser ist. Und eine neue Mütze. Yeah.
Man sieht in dem Spiel, wenn man nur nach Werten geht, 90% der Zeit aus wie ein Vollidiot. Und ich gehe natürlich nur nach Werte, weil immerhin ist das hier ein Rollenspiel mit Stats und so. Das heißt, dass ich die meiste Zeit aussehe wie ein Vollidiot. Aber ehrlich gesagt, ist unser Charakter auch ein bisschen so angelegt von Haus aus, oder? Und ich meine, das hat jetzt fast schon wieder was, finde ich. Insofern. Das ist gar nicht schlecht. Und Explosionsschaden wird verringert um 5%, weil ein Kleidermod drin ist. Das ziehen wir doch an. Ja, was soll ich machen? Aber die Hotpants passen jetzt schon echt fantastisch zu dem Oberteil, ne? Es sieht einfach aus, als würde er mit der Unterhose rumlaufen. Entschuldigen Sie, könnte es sein, dass Sie heute Morgen schon wieder vergessen haben, eine Hose anzuziehen? Aber dafür gibt's natürlich dann Kampfstiefel. Ah, nee, doch nicht. Wir haben noch bessere. Natürlich, die Schuhe hier haben einen viel besseren Rüstungswert als die hier. Aber ich meine, ja, Rollenspiel. Ey, ich finde, wir sehen super aus. Es ist super. Ich beschwere mich gar nicht. So, speichern wir mal. Ja. Wie? Ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Aas. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. Okay, machen wir. Na, die sollte sich mal eine bessere Firewall zulegen hier. Ist ein bisschen sehr leicht, da rein zu hacken. Dadurch, dass ich das gemacht habe, nur zur Erklärung, werden jetzt quasi meine Magieangriffe, die ich hier quasi machen kann, wenn man es mal so in der Rollenspiel-Metapher wirklich sieht, billiger. Ich brauche weniger Mana, im Grunde. So kann man es sagen. Man kann übrigens, falls ihr euch wundert, mit diesen ganzen Geräten, die hier so sind, eigentlich ganz viele Sachen machen. Wie zum Beispiel einfach nur Geräusche erzeugen, damit Gegner hingehen und sagen, was ist denn da los, damit man sich besser durchschleichen kann. Und lauter so Sachen. Aber ich bin halt einfach relativ offensiv und hack denen einfach das Hirn kaputt. Frisch Scheiße, Wichser! Ja, falsche Waffe, okay. Schnell heilen. Mann, ich übersehe das immer total. Ich denke mir immer so, ach, die treffen mich eigentlich eh nicht, ne? Und dann bin ich tot. Okay, ich glaube, das war's. Das war wirklich ein einfacher Auftrag. Da hatte sie recht. Oh, komm schon, Spiel. Muss das sein? Wir sehen nichts viel. Für die Kampfmusik ist es schon zu spät, Spiel. Die Sache ist vorbei. Gute Nacht, Fallen Crusader. Mach's gut, schlaf gut. Bis bald. So. Archiviertes Gespräch. Blake Croyola und Tim Autry oder sowas. Ich mach wieder Stimmen. Ich mach Tim Autry ganz hell und Blake ganz dunkel. Dann muss ich die Namen nicht immer vorlesen. Also. Und? Hab die Eddies, Mann, unterwegs. Hast du für einen Anfang was Gutes... Nicht, Mann, doch stimmt. Hast du für einen Anfang was Gutes für uns? Einen verprügeln, umlegen? Vorerst sollt ihr nur beobachten, gefährlich aussehen und mich beschützen. Langweilig. Hin und wieder ein Knie brechen.
euch um die Frau, das Kind oder den Mann von jemandem kümmern. Nichts Unkompliziertes. Klingt schon besser. Hättest auch gleich sagen können. Tja. Oh, hier ist doch noch einer anscheinend. Meine Güte, wie die alle gleich in die Luft fliegen müssen. Schlimm. Einführung. Das Implantat, Moment mal, Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Das haben wir schon gelesen, ganz am Anfang. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Kuckuck, wo bist du? Hä? Sind hier noch mehr Gegner? Ich meine, ich habe noch mehr Munition, also von mir aus... Von mir aus kann es losgehen. Afterlife, Braindance, Cyberspace. Das ABC von Night Cities Nachtleben. Ist das... Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Wenn du wie wir ein echter Dancehead bist, musst du unbedingt dem Lissys vorbeischauen. Egal wie lange man sucht, es gibt einfach keinen besseren Braindance-Club in der Stadt. Moderne Kabinen... Doch, das haben wir doch schon gelesen. Oder? Ich glaube schon. Ziemlich sicher. Brauchst du Schutz? Gefahr in Night City. Sitzt dir ein Stalker im Nacken? Ein Killer, der es auf dich abgesehen hat? Wirft dir irgendein Freak komische Blicke und schlechte Vibes zu? Oder willst du deine persönliche Sicherheit einfach aufpolieren? Die Animals beschützen dich. Die Stärksten überleben. Das einzige Gesetz, das in Night City zählt. Heure uns an und wir zeigen deinen Feinden, dass wir es ernst meinen. Wir beschützen dich. Dein Haus, dein Büro, deinen Besitz. Wenn es sein muss, klopfen wir sogar für dich an die richtige Tür. Werde der König des Dschungels. Sag ja zu den Animals. Schulden von Roger Wang an Blake Crioli. Soll das ein Witz sein? Moment mal, müssen wir da unten anfangen? Ich weiß es nicht. Soll das ein Witz sein? Ich habe kein Annie von dir geliehen. Ich glaube, das soll eigentlich Eddie heißen. Egal. Soll das ein Witz sein? Ich habe kein Annie von dir geliehen. Wir haben nur über einen Kredit geredet. Sonst nichts. Roger, Zeit ist Geld. Und meine ist nicht billig. Ich habe dir einen geschäftlichen Rat gegeben und der kostet was. Eins noch. Richte deine Tochter schöne Grüße von mir aus, okay? Hab gehört, sie ist schwanger. Du freust dich bestimmt total darauf, Opa zu werden. Und sie hat so eine schöne Wohnung in Kabuki. Vor ihr liegt bestimmt eine strahlende Zukunft. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich hab verstanden. Nimm das Geld. Ich hab's dir eben überwiesen. Und wage es ja nicht, meine Familie noch einmal zu nahe zu kommen. Hey, ganz ruhig, Roger. Kein Grund, gleich in die Luft zu gehen. Damit hast du echt meine Gefühle verletzt, Mann. Und übrigens, was du geschickt hast, reicht nicht aus. Du Amateur hast die Zinsen vergessen, aber das macht nichts. Ich habe nämlich eine super einfache Idee, wie wir das klären. Gib mir einfach deinen kleinen Laden in Kabuki und wir sind quitt. Und achte ein bisschen besser auf deine Wortwahl, Kumpel. Ich habe dich im System freigeschaltet. Er gehört dir. Ja, jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Eine Liste von Schuldnern. Ich schätze mal, dass ich quasi die Hauptperson hier schon umgebracht habe. Aber durch diesen... Briefverkehr ist mir die Gang so unsympathisch geworden, dass ich lieber auf Nummer sicher gehe und niemanden übrig lasse. Sonst fangen die Handlanger plötzlich an, das Geschäft fortzuführen oder sowas und erpressen weiterhin Leute. Also falls hier noch irgendjemand ist, schnappen wir ihn uns. Ich höre jemanden rufen, aber irgendwie ist hier nichts, oder? Ich glaube, wir sind hier wirklich fertig.
Oder gibt es irgendwo noch einen Hintereingang? Ah, hier hätte man sich wahrscheinlich auch durch den Hintereingang reinschleichen können. Aber ich bin kein Schleichi. Selbst als Hacker bin ich ziemlich... Ah, da gibt es wirklich viele Wege in das Gebäude. Das haben die schon echt schön gemacht immer. Es gibt wirklich immer sehr viele Wege. Aber oft... Aber wie es halt oft in solchen Stealth-Spielen ist, finde ich, oft bemerkt man die anderen, die alternativen Wege erst, wenn man eigentlich schon fertig ist. Aber theoretisch könnte man das Haus von allen Seiten quasi begutachten. Ich glaube, ich muss das Spiel vielleicht irgendwann mal nochmal auf super schwer spielen. Nee, warte mal, hier ist noch Missionsziel. Wir sind ja noch gar nicht fertig anscheinend, oder? Oder doch? Ja, doch, wir sind hier schon fertig. Ah, ich glaube, die gehören schon wieder zum nächsten Gebiet. Ja, hier ist teilweise alles so vollgestopft. Da hätten wir gleich das nächste. Aber wisst ihr was, wir gehen jetzt zur Hauptmission, damit wir das heute noch schaffen. Problem, du hast es gelöst. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Gut so wie. Auftrag erledigt. Ich würde gerne die nächste Hauptmission heute im Stream noch machen. Deswegen fahren wir da jetzt hin. Ups, Entschuldigung. Ich bin gut versichert. Bin ich nicht wirklich, glaube ich. Ich glaube, in Night City ist so gut wie niemand versichert. Aber das müssen ja die nicht wissen. Ach so, warte mal. Treffen wir uns jetzt, wenn ich der Spur folge, optional mit der Militech-Agentin eigentlich? Das würde ich eigentlich ganz gerne machen, glaube ich. Aha. Da müssen wir dann woanders hinfahren. Na dann. Maelström. Maelström ist die Gang hier in der Gegend. Und die sind ziemlich bizarre Kerle. In irgendeinem Textdokument kann man lesen, dass die sich, damit sie aufgenommen werden, selber die Augen ausstecken und die Nasen abschneiden müssen. Tja. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig! Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ich sag dir, wer alleine ist. Du! Ohne den Transport bist du erledigt. Und kein Schwein wird dir helfen. Kein Wort mehr! Gib Nachsehen. Sofort. Hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Hab keine Verbindung zu Militech. Nada. Ist wahr. Woher zur Hölle weißt du dann so viel? Alle Konzerne folgen denselben Regeln. Ich kenne das Spiel auswendig. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Den könnt ihr loslassen. Will
dessen, was er zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Dieser Umgangston hier. Also wirklich? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut. Zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Agieren bei Militech alle so dezent wie du. Da ist ein Virus auf dem Chip, ganz klar. Das stimmt. Wenn was schief läuft, werde ich durchlöchert wie ein Sieb, nicht du. Zeit mit offenen Karten zu spielen. Was ist da drauf? Spionage-Malware. Verfolgt Finanzbewegungen. Nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Klingt zumutbar. Bin dabei. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselungen verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder blablabla. Achso, warte mal, es gibt ein Entweder-Oder, da muss ich doch mal lesen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihm später im Tab Splitter. Achso, ja, ja, okay. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber... Okay, dann schauen wir uns mal den verschlüsselten Chip an und schauen mal, ob wir den hacken können, um an mehr Informationen zu kommen. Eine Kopie des Demons erhalten, das wäre nicht schlecht. Oder die Malware neutralisieren. Ach so. Ich schätze mal, wenn ich jetzt den Chip wirklich benutze, um zu bezahlen, und da ist die Malware drauf, finden das die in der nächsten Mission raus und ich habe Ärger am Hals. Ich könnte jetzt einfach quasi sagen, ich neutralisiere die Malware und dann müsste es eigentlich passen. Das mache ich, glaube ich. Ich glaube, das machen wir. So. Okay. Eigentum von Militech. Unautorisierter Zugriff streng verboten. Hey, und wir sehen uns schneller wieder, als ihr lieb ist. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Na, das war ja wild. Dann treffen wir uns mal mit Jackie. Der gute alte Jackie. Au. Falsche Ausfahrt. Hä? Da soll ich langfahren? Wirklich? Ist das eine Straße? Ah ja, gut. Hinter dem Container geht's weiter. Aber hier kann man wirklich nicht langfahren. Die Tür hier, genau. Die ist so konstruiert, dass man da mit dem Auto nicht vorbei kann. Ich weiß nicht, warum einem das Navi dann immer hier lang führt. Das ist mir nämlich schon öfter passiert. Das kann auch keine Absicht sein, glaube ich. Das Navi sagt immer, geh da lang und dann gehe ich da lang und dann ist hier die Tür. Und da... Ach, der schläft nur. Ist schon gut, Entschuldigung. Ich dachte, du bist tot. Kein Problem. Ah! Teleportationsplätze, super Auto. Kommt auf Knopfdruck. Gleich hinter mich gespawnt. So muss das sein. Wahrscheinlich ist einfach nur das zweite Tor verbuggt. Deswegen kann man da nicht durch. Ja, da bist du ja. Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Meine Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich.
haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen ihn. Ich hab die Eddies. Meintest du nicht gerade, Dex hat schon geblecht? Wir zahlen trotzdem nochmal. So wenig Stress wie möglich. Okay. Ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Die Maelström. Jetzt wird's creepy. Ich hasse diese Cyborg. Habt ihr das gerade gesehen? Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbiest. Bei Maelström kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Hat sich gerade ein Auto samt Passagiere aufgelöst. Vor unseren Augen. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung. 1000 Schläge pro Sekunde. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen beschädigte Kiroshi ausgetauscht hat, während ich schlief. Aber nein. So etwas würde sie nicht tun. Ich blinzelte. Keine Veränderung. Da war sie, direkt vor mir. Die offenen Klappen von Jasons Chromschädel. Ich sah das elektronische Hirn, das noch bis eben von perfekt imitierter Synth-Haut bedeckt gewesen war. Der Sohn des CEOs von Future Tech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android. Scheiße. Ich saß da, blickte dümmlich vor mich hin und Jason starrte zurück. Ich konnte nicht anders. Ich fragte mich, wo seine schönen blauen Augen waren, mit denen er mir den Kopf verdreht hatte. Waren sie nichts als Imitate, gesteuert von irgendeinem Emo-Algorithmus? Hatte es hinter ihnen nie echte Gefühle gegeben? Nicht ein einziges Mal? Alex, es ist nicht, wie du denkst, rief er flehentlich mit seinem seltsamen, echt klingenden, panischen Unterton. Ich wollte ihm glauben, wirklich. Ich sehe jedenfalls, dass es nicht so ist, wie ich dachte, antwortete ich teils ängstlich, teils verbittert. Ich und mein ewiges Pech. Der erste und letzte Kerl, den ich komplett verfalle, entpuppt sich als verdammtes Motherboard auf Beinen. »Nein, da liegst du falsch«, begann Jason und unterbrach sich. Er lächelte verlegen. »Moment, hast du komplett verfallen gesagt?« »Mein Kardioimplantat schlug immer schneller. Ich errötete. Hatte ich Unrecht?« Enthielt dieser Körper aus Bolzen, Drähten und Plastik womöglich noch Überbleibsel des echten Jason Cadells oder so ähnlich. Wenn sein Vater in der Lage gewesen war, ein synthetisches Herz für mich herzustellen, vielleicht hatte er es auch für das Gehirn seines Sohnes geschafft. Die Frage ist nur, warum? Vom Konvoi sein. Klingt nach einem spannenden Roman. Ein Militech-Laster. Dachte, diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster.
Schön haben sie es hier. Finde ich auch. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. All Foods, die Zukunft von Fleisch. All Foods Produkte sind nicht nur gesund und nahrhaft, sie sind unsere Zukunft. Schon bald bringt All Foods eine neue Produktreihe auf den Markt, die ideale Ergänzung zu Easy Beef sein wird. Die neuen Fleischprodukte basieren auf Plattwurmkulturen, die nachgewiesenermaßen den Stoffwechsel ankurbeln, Gewichtszunahme entgegenwirken und dem Verdauungstrakt entgiften. Wir glauben fest daran, dass die Plattwurm-Initiative All Foods nächste erfolgreiche Generation Fleischprodukte einläuten wird. Na, warum nicht? Was spricht eigentlich dagegen? Ups, ich wollte die Waffe nicht ziehen. Bitte nicht umbringen. Ich wollte nur was lesen. Handbuch einer Solo-Legende von Morgan Blackhand. Einführung. Du glaubst, du hast das Zeug zur Solo-Legende? Klar tust du das. Warum sonst solltest du dieses Buch lesen? Du willst Respekt? Willst anderen Angst einjagen? Du willst nach ganz oben? Vielleicht hast du mal gehört, dass mich jemand zitiert. Dass man Schlachten mit nur einem Blick gewinnen kann. Noch ehe auch nur ein Schuss gefallen ist. Tja, ich verrate dir was. Es ist möglich. Und du kannst das auch. Aber nur, wenn du die Eier hast, immer wieder durch die Hölle zu gehen und den Trip zu überleben. 1000 Gefechte, Millionen von Kugeln, hunderte Liter Blut, deines inklusive. Das ist es, was dir bevorsteht. Außerdem brauchst du einen guten Ripper, einem, den du vertraust, der dein Kumpel fürs Leben wird und der dir jede Woche aufs Neue sagt, es ist ein Wunder, dass du noch nicht tot bist. Das wird er natürlich nur sagen, wenn du Glück hast. Heutzutage hält sich jedes Baby mit fetten Eisen, Synth-Lederjacke und Mikro-Raketenwerfer für den heißen Scheiß. Aber weißt du was? Nur weil du kalt lächelst und ein paar Typen umgelegt hast, heißt das nicht, dass du ein guter Solo bist. Töten kann jeder. Ich kannte mal diesen Rockerboy, der eine ganze Konzernratteneinheit hochgejagt hat. Hat ihm das zum Solo gemacht? Nein, nur zur Leiche. Also dann, meinst du immer noch, dass du das Zeug dazu hast, der Geschichte als Solo deinen Namen aufzudrücken? Gut, dann ist dieses Buch das Richtige für dich. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Auf Sofa. Setzen. Für dich, Fleischklops. Ich steh lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel hast. Mein Gott, Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo, ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugeln hörst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Was kann die? Es geht. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash.
musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Besser? Jetzt können wir reden. Hier ist er, der Flathead, Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Ich rede mit dir! Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn! Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht doch. Das ist. Nimmst du mein Angebot jetzt an? Hier ist das Geld. Ich leg sogar noch ein Geschenk oben drauf. Militech ist euch auf den Fersen. Und zwar dicht. Was? Der Credchip hat einen Virus. Keine Sorge. Hab ihn entfernt. Ja, ist sauber. Diese Assi-Fotze. Jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Ja, und jetzt? Nehmt den Scheißbot und verpisst euch aus meiner Fabrik. Wenn das eine Scheißfalle ist, mache ich Hackfleisch auf dir. Wir haben, was wir wollen. Nova, dann haut ab. Und hey, sag Dex Hallo von mir, sobald ihr fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen. So ein Stück Scheiße. Was zum Scheiße, Militech! Lasst uns von hier verpissen! Geh nach! Militech hat es nicht mit dem Chip geschafft. Also kommen jetzt die Großhängeschosse. Ist sowieso eher ihr Stil. Das ist irgendwie echt ziemlich cool, weil die Mission habe ich mit meinem privaten Charakter
ganz anders gespielt, ganz anders gelöst und ganz andere Sachen sind passiert. Und ich will vielleicht gar nicht zu viel spoilen, weil das lohnt sich, glaube ich, dass man das selber spielt, weil das war sehr anders jetzt. Ich bin auch gespannt, wo das jetzt noch hinführt. Aber gut, Botmos ist schuld von Bugbear. Von Bugbear habe ich schon oft gehört. Wenn ich mir vorstelle, wie das Net vor Botmos war, sehe ich 1000 potenzielle Bedrohungen und 1000 Möglichkeiten. Natürlich war das gesamte System völlig instabil. Konzernrunner an einem Ende, unberechenbare Nachkriegs-KIs am anderen. Es war kein Wunder, dass die Finanzmärkte in den Keller rutschten. Virusmutationen, die Runde machten und Runner ab und an in ihrem Wohnzimmer frittiert wurden. Batmos sah das Net als Granate, die nur darauf wartete, dass endlich jemand den Stift zieht. Und genau das tat er am Ende. Scheiß drauf, oder? Soll die Welt ruhig brennen. Batmos hat das System gefickt und uns alle gleich mit. Seht es euch doch an, die Konzerne stehen wie immer ganz oben. Die Black Wall, die uns nach dem Crash schützen sollte, ist nur ein weiteres Kontrollwerkzeug im Netzwatch-Arsenal. Vor Batmos war das Net ein ungezähmter Dschungel. Solange man sich in ihm zurechtfand, hatte man die Chance zu überleben. Man war frei. Seit Batmos eingreifen, ist das Net wie der Sicherheitscheck am Flughafen. Netwatch überwacht jeden Schritt, den wir tun, überprüft Papiere und durchsucht uns bis auf die Knochen. Oh, aber natürlich nur zu unserer eigenen Sicherheit. Okay. Sind die jetzt meine Verbündeten, oder wie? Im Grunde schon, oder? Ich arbeite jetzt mit denen so ein bisschen zusammen. Das finde ich irgendwie echt irre. Wie gesagt, das lief bei meinem anderen Charakter sehr anders. Okay, Militech ist da. Die kämpfen jetzt hier gegeneinander. Das ist irgendwie echt irre, wie anders das ist. Wow, ich wurde gerade von irgendwas One-Hit-Killed gesprengt. Irgendwie ist was explodiert in der Nähe anscheinend. That escalated quickly. Das ist ganz schön plötzlich hochgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, direkt neben mir.